Profi-Streamer, by the way. Ja. Was soll ich sagen? Ihr könnt gerade, wo wir eh noch ein bisschen warten müssen, schon mal Folgendes machen. Ja. So, klickt mal bitte oben rechts auf die Einstellung. Okay. Ja, sofort. Das ist dieses Zahnrad ganz oben rechts. Fuck, ich hab das Fenster geschlossen. Nicht so weit oben rechts, Curtis. Das war Spaß. Ja, und dann? Dann klickt ihr auf Module Settings. Warte, nee, du musst... Ich kann keine. Configure Settings. Configure Game Settings, sorry. Configure Settings, dann macht so ein Fenster auf und dann ist oben so ein Reiter, da steht Module Settings. Da klickt ihr rein. Da scrollt ihr dann zu Drag Ruler. Ja. Und dann geht ihr auf Nummer sicher, dass zwei Sachen eingestellt sind. Zum einen Swap Spacebar und Right Click auf An, also Haken drin. Warte, nochmal, was? Swap Spacebar? Ja, Haken an. Okay. Und bei Auto Measure Haken aus. Und unten links dann speichern. Also noch dann drüber einfach, oder was? Genau, ja. Genau. Okay, genau. Okay. Hab ich. Save dann, Changes und dann könnt ihr es so machen. Warum könnt ihr euch hier bewegen und ich sehe mein Dings nicht? Wir sehen dein, du siehst unseres, aber wir sehen deins auch. Du kannst die eigenen nicht sehen. Ich sehe seinen nicht. Ich sehe, das Curtis ist doch hier am Rumfliegen. Ich mach gar nichts. Warum fliegt er? Ja, ich sehe seine Maus. Ich habe auch schon wieder vergessen, wie man so läuft, dass man so automatisch laufen kann. Ich sehe nur Stay, Hauke und Mao. Ich sehe Curtis, der ist genau hier. Ich sehe mich nicht, hä? Dein Mauszeiger, nicht dein Token. Es geht um den Mauszeiger. Es geht um den Mauszeiger. Ich bin raus, bis irgendwann. Tschüss. Ja, Curtis hat wieder, Curtis hat wieder technisch versagt, ey. Ich muss dodgen. Ich hab schon die dritte Grafikkarte kaputt gemacht. Das ist das Mainboard, nicht die Grafikkarte. Ja, ja, ja. Ehrlich, alle drei Tage geht das Ding kaputt. Ey, Squeeze da. Vielleicht. Sie ist gemutet. Das passiert oft, wenn ich Leute begrüße. Oh nein. Ich habe euch den Test-Hub mal aufgemacht, dann könnt ihr zwischen den Szenen hin und her havern, wenn mal was buggy ist. Und dann ist das ein schnellerer Refresh. Ist nicht offen? Ist nicht offen. Achso, Moment. Jetzt sind beide Szenen für euch zugänglich. Ja. Yes. Bitte keine Anime-Hintergrund, bitte keine. Oh, knistern. So. Ich bin Jimmy. Hi, Jimmy. Oh, Discord Overlay ist endlich gemacht. Wie bitte? Ich hinsetzen. Was hast du gesagt? Ich bin nicht ungeduldig. Ich habe gesagt, ich habe jetzt endlich mein Discord Overlay eingestellt. Ach so. Nice. Der Hauke trollt rum. Der läuft durch Wände. Hallo? Oh, hallo. Hallo? What? Holy shit. Was denn? Ah, auf einmal ging der Stream nicht mehr. Cool. Ich bin doch kein Streaming-Profi, ich bin direkt überfordert gewesen. Ist die eine Panik in die nächste umgeschlagen. Passiert, wenn man alles auf letzten Drücker... Hast du jetzt nicht wieder unmuted? Aber jetzt geht's, oder was? Ja, jetzt geht's scheinbar. Ein Traum. Ja. Ganz ruhig, ist alles okay. Twitch Prime ist immer noch kostenlos. Für alle Beteiligten. Auch bei mir. Auch bei mir. Für alle, die bei den anderen gucken, bei denen ist nicht mehr kostenlos. Bei nur bei denen Hauke nicht. Das mag beim Abschließen bei Stay nicht so aussehen, aber das kostet dann doch was am Ende. Ganz am Ende, das kommt über so eine Gebühr. Ganz am Ende des Monats. Dann aber das ist nur kostenlos, wenn du türkischer Streamer bist. Wir nennen das Rundstream-Beitrag. Da kommt jemand zu euch nach Hause und fragt, wie viele Leute bei euch sind. Das ist wohnen. So ein Twitch-Schenkreis, den wir gerade machen. Mhm. Oh, habe ich ja auch neulich geguckt, das über Schenkreise. Kann ich vorher auch noch nicht. Und dass immer diese Globuli-Leute drauf reinfallen, ehrlich. Ja, es ist halt auch wirklich, ich meine, jede Zielgruppe hat sowas, ne? Die Startup-Fuzzis haben genauso eine Kacke. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Komm in die NFT-Finanziergruppe. Ja. Ich fühle mich dumm. Sprach er und warf einen Blick in sein NFT-Wallet.
Können wir über andere Sachen reden? Ja, bleib doch mal ruhig. Welches Level hat denn dein Nu? Du doch mal ruhig, alter Mann. Welches Level hat denn dein Nu-World-Charakter? 60 natürlich. Achso, alles klar. Aber ich hab schon wieder gequizt. In der Beta. Ganz kurz, AFK. Nix Beta. Er brasiert. Bist du da den ganzen Tag GTA, Holz hacken? Machen dein GTA Live Characters, ne? Ja, der ist immer noch Taxifahrer. Der ist schon. Ja, bleib doch mal ruhig, ey. Du dreckige Schwein, Gottes. Ich hab da eine Frage. So eine dreckige Lache, ehrlich. Ja, bitte. Ich sehe nur grau, ist das richtig? Du musst auf den Hub oben links klicken. Test-Hub. Also du musst aus dem Test-Hub in den normalen Hub und wenn der nicht richtig anzeigt, dann refresh mal den Browser. Ich glaube, das ist noch nicht mal geladen, weil wenn sie nur grau sieht, dann ist es noch gar nicht geladen. Das dauert beim ersten Mal auch gerne ein bisschen, wenn du zu einer Kampagne kommst. Also einfach den Browser mal laufen lassen. Oder mal neu laden, wenn dir das zu lange vorkommt. Genau, genau. Einfach neu starten. Hilft immer. Ja, genau. Mhm. Wie kacke ist denn dein Rechner? Ja. Es ist halt voll der Ressourcenfresser. Also keine Ahnung, ich kenne nichts, das so hart meine Ressourcen angreift wie diese Software. Das ist halt ich dachte, das wäre nur Pen and Paper. Nee, ich kann auch irgendwie GTA 5 zocken, nebenbei dreimal Minecraft auf irgendwie mit Addons emulieren, kein Problem. Also, welche Software? Ethereum Mine, alles möglich. Ja, ey, alles gut, aber einmal Foundry starten, das war's. Direkt drei RAM-Riegel durch den RAM. Oh Gott. Achso, aber es sieht zumindest schön aus. Ich sehe Squee zumindest so mit ihrem Mauszeiger. Ja, seid ihr im Test-Hub? Nee, wechselt mal auf den normalen Hub, bitte. Aber ich sehe nur schwarz. Weißt du, gehört das? Oha. Ist das nur schwarz oder siehst du unten dieses Grün? Ich mache euch das aus. Ihr seht jetzt alles. Ich sehe gar nichts jetzt mehr. Ich sehe jetzt die Limonadeballen. Achso. Ich sehe immer noch nichts. Ich sehe nur diese fliegenden Punkte. Ich sehe jetzt hier so Dings. Eine Wand? Die Mauer, ne? Ja, die Mauer. Richtig. Genau. Jetzt sehe ich aber oben einen fetten grauen Balken. Ja, genau. Das ist ja so ein, das ist wie so ein, du kannst ja reinzoomen und rauszoomen mit dem Maus-Scrollrad. Und du hast sozusagen wie so eine Art Spielfeld. Und das ist jetzt erstmal unser Spielfeld. Ja. Ihr kann man schon halt umschalten? Ihr bleibt geht auf den Hub. Und ihr müsstet dann die Wand mit grünem raussehen. Wenn ihr, wie Stay das gerade erklärt hat, wenn ihr noch irgendwas anderes seht, zoomt einfach ein bisschen ran, dass ihr nur auf dem Spielfeld seid. Genau. Ihr könnt euch alle mal kurz im Discord in eure Charaktere umbenennen. Oh ja, stimmt. Oh. Ja. Echt mal, das kann man aber vorher machen. Habe ich gerade eben gemacht. Wie kann man sich denn hier um? Ich hasse Discord. Rechtsklick und dann Edit Server Profile. Und da kannst du einfach deinen Namen ändern. What? Ja, genau. Serverprofil. Also rechtsklick auf dich selbst. Okay. Oh Gott, wie heiße ich denn? Ach so. Ich weiß, wie du heißt. Mit Nachname oder reicht der Vorname aber nur? Das kannst du dir aussuchen. Ja, das hättest du mir vorher sagen müssen. Dankeschön. Ja, ne? Wie ich mich fühle, wenn ich an die Mauer gucken muss als Ostdeutscher? Chat wieder. Chat ist wieder. Chat ist wieder wirklich hautsensibel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Oh Gott, oh Gott. Uiuiuiui. Guck ich denn mal. Ich hatte irgendwo einen Stift hier. Boah, das verkrafte ich heute nicht. Junge. So, es ist 16.10 Uhr. Sind alle soweit? Hat noch jemand Fragen? Was machen wir? Ja, das werde ich gleich nochmal grob erklären, aber abgesehen davon. Also erstmal nur, dass ihr alles seht. Die Mauer das und Programm. So. Also ich sehe mich selber nicht, aber wenn ihr mich sehen könnt, ist gut. Naja, du siehst halt die Mauszeiger, deinen eigenen Mauszeiger. Ach so, das, wenn ich jetzt hier oben. Ja, das ist der Mauszeiger, genau. Ah. Oh Gott, das bist so eine Flachzeige. Ja, boah, wo soll ich das? Hallo? Warte mal, hast du mich gerade. Was war das? Sorry, okay, Mädels, ich hol mir mal einen Stift. War IIC. Ich komme gleich nackt aus dem Pool raus. Wofür braucht der einen Stift? Zum Sachen aufschreiben. Das Meter kann ich euch dann tatsächlich empfehlen, wenn ihr irgendwie einen kleinen Zettel und einen Stift habt, dann ist das ganz cool, um Sachen aufzuschreiben, die andere Leute sagen, damit ihr euch das nicht merken müsst.
Oh, das ist eine gute Idee. Dann, Wieso 2017? Verbinde ich das mal ganz kurz mit einem Toilettengang nochmal. Ich habe keinen Stift. Ich hab keinen Stift, Mann. Warum habt ihr Stifte? Nimm doch, mach einfach einen Editor auf deinem PC an. Ja. Ja, klar, wie oft? Ja, dann brennt das Motherboard gleich wieder durch, aber weiter. Man kann hier gehen. 20 Seiten offen gerade. Ja. Ich merke mir die Sachen einfach. Ja, es gibt auch Leute, die das nicht machen. Also, es ist jetzt kein Muss, aber es ist echt hilfreich. Ja, in einem One-Shot ist das eh nicht so wichtig. Wichtiger genau. wird es, wenn du Kampagnen spielst und du dich dann daran zurückerinnern musst, wie ein NPC, den du vor einem Monat oder einem halben Jahr getroffen hast, hieß. Genau. Deswegen ja, ja. beschreibe ich den einfach. Nicht mal seinen eigenen Charakternamen. Ja, genau merken. Dafür habe ich das. Außerdem, der Chat kann mitschreiben, der kann mir das dann sagen. Ja, genau. Ist da der laut? Was? Wenn der Chat sich das aufschreibt und mir dann sagt, wenn ich den frage? Kann ich den quasi jetzt so eine Wahrsagerkugel ausspielen im RP? Den Chat? Chat existiert in D&D nicht, ansonsten würde das Universum brennen. Ja, das stimmt. Ja, aber da bestimmst du doch, ob das brennt oder nicht. Ja, hat er doch gerade. Ja. Hat er doch gerade. Und wenn ich Chat zulasse, dann brennt es. Okay. Okay. So, Grüße also, über Ohenna, geh weg. Sind wir, sind irgendjemand, der nicht bereit ist? Irgendjemand, der gerade was braucht? Ist Maus da? Ja, ich bin da. Hauke? Der ist, glaube ja. ich, dann, okay. Squeeze auch da, aber muted? Sag ich nicht. Okay, alles klar. Gut, dann können wir loslegen. Ich wollte nur sicher. Okay, das läuft heute. Okay. Funktioniert bei euch allen der Stream? Overlays fine. Seid ihr ready? Weiß ich nicht. Streamtechnisch. Ich hoffe. Ja. Cool. Wenn jetzt jemand noch eine Frage hat, stell sie jetzt. Ansonsten gebe ich nochmal so eine kleine Einleitung und dann legen wir direkt los. Ihr müsst euch keinen Kopf machen, das meiste ist spontan, also nichts erdenken. Das wird von ganz allein passieren, keine Sorge. Möchtet ihr, dass ich nochmal grundlegend erkläre, was D&D ist? Ja. Nein. Ja, bitte. Okay, für die Communities, die damit gar nichts anfangen können zum Beispiel. Mach mal. Wir werden jetzt gleich D&D spielen. Das ist ein Rollenspiel, bei dem wir unsere Fantasie und Vorstellungskraft benutzen werden. Ich nehme die Rolle des Dungeon Masters ein. Das ist quasi die Erzählerrolle. Ich werde die Spieler, also alle anderen hier, in eine Geschichte werfen. Und sie dürfen dann darauf reagieren und mit ihrem jeweiligen Charakter roleplayen. Ich übernehme alle anderen Charaktere. Manche Orte werden wir mit Hilfe von Karten visualisieren, andere müsst ihr euch mit bloßer Fantasie vorstellen. Und allgemein das, was die Spieler machen, stellt man sich einfach vor. Abhängig davon, was sie genau versuchen, werde ich sie immer mal wieder darum bitten, einen 20-seitigen Würfel zu rollen. Je höher das Ergebnis, desto besser. Jeder Charakter ist einzigartig und hat wie im klassischen Rollenspiel individuelle Stärken und Schwächen, sodass die Gruppe sich hoffentlich ergänzen kann. Die Spieler wissen nicht genau, in was ich sie werfe, dürfen allerdings zu jeder Zeit versuchen, was auch immer sie möchten. Also das Roleplay ist spontan, da ist nichts geskriptet oder so und ihre Entscheidungen werden auch Konsequenzen haben. Obwohl wir nur einen One-Shot spielen, gibt es Möglichkeiten oder mehrere Lösungswege. Und am Ende des Tages schaffen wir so eine spannende Geschichte. Dazu Fragen? Nope. Alright. Nee. Jeder von euch hat abhängig von eurem Charakterhintergrund ein bisschen Vorwissen bekommen. Jeder von euch ein bisschen was anderes, das könnt ihr, wie ihr möchtet, im Roleplay benutzen. Ich werde, während wir spielen, immer mal wieder auf eine andere Karte wechseln und auch das Ambiente wechseln. Wenn ihr irgendwann mal das Gefühl habt, dass der Sound zu laut oder zu leise ist, könnt ihr oben rechts bei der Laute das Ganze ändern. Und für euch individuell leiser oder lauter machen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass eine Map buggy ist oder der Sound buggy ist, das werdet ihr merken, wenn es soweit ist, dann sagt einfach kurz Bescheid, dann fixen wir das und dann können wir sofort weitermachen. Im Bestfall passiert das nicht. Kurze Erklärung, die Laute ist der dritte Button oben von rechts. Da klickt ihr dann drauf, wenn da was läuft. Und wenn da was läuft, erscheint da drinnen eine Art Lautstärke-Balken. Den könnt ihr dann nach rechts und nach links machen. Komm. Aktuell okay. ist nichts drin. Dann fangen wir an. Zuerst nochmal die Prämisse, die ich euch gegeben habe. Das, was ich euch geschrieben habe, für eure Charaktererstellung, damit alle anderen auch Bescheid wissen. Der Storyhook lautet wie folgt. Ihr seid Bewohner des Landes Veligrad. Ein gefährlicher, nahezu aufgegebener Ort, der von untoten Schreckensherrschern tyrannisiert wird.
Große Bereiche des Landes werden von untoten Schergen heimgesucht. Viele Einwohner haben versucht zu fliehen oder sich aufzulehnen, doch die meisten scheiterten. Ihr gehört zu denen, die scheiterten. Die Diener des Vampirfürsten Nostro haben euch gefangen genommen, entwaffnet und bis auf eure Kleidung enteignet. Unser Abenteuer startet damit, dass sie euch gewaltsam in sein düsteres Schloss zerren. Aus Gerüchten wisst ihr, dass dort unheilige Experimente durchgeführt werden. Ihr müsst unter allen Umständen entkommen, ehe ihr als Versuchsobjekt endet und euch nichts mehr retten kann. Dieser One-Shot spielt etliche Jahre vor Blind Eyes. Ach, das spielt in der gleichen Welt? Mhm. Ja. Gabi mag das nicht. Hin und wieder, wenn ich ganz jetzt kurz... Ihr müsst noch nichts machen? Achso, nein, musst du nicht. Wenn du die nicht hast, ist kein Problem. Das ist nur für die, die sie haben. Okay. Hin und wieder werde ich mal ganz kurz für so 2 bis 10 Sekunden leise sein. Das liegt daran, dass ich dann die Szene wechsle wie jetzt. Oha. Jetzt seht ihr das bei der Laute, könnt ihr lauter und leiser machen. Okay. Ich setze die Szene. Stellt euch vor, was ich euch beschreibe. Visualisiert das in euren Gedanken. Stellt euch ein... Und ihr seht alle die Hintergrundszene? Mhm. Gut. Stellt euch ein riesiges, verwinkeltes Schloss vor, das auf einer natürlichen Klippenanhöhe nach oben ragt. Etliche Türme erstrecken sich hoch in die Luft und sind durch gigantische Mauern miteinander verbunden. Vor dem Schloss befindet sich ein vom Nebel umhüllter Dornenwald, der für einfache Reisende nahezu undurchquerbar ist. Auf der Rückseite der Burg klafft eine steile und gefährliche Klippenwand nach unten. Am dunklen Nachthimmel kreisen etliche Fledermäuse vor einem gespenstisch leuchtenden Vollmond. Und immerzu hört ihr ihre aufgeweckten Rufe. Ihr steht vor diesem Schloss. Genauer gesagt, vor dem großen Burgtor. Jetzt in diesem Moment ziehen euch Gnollskelette mit einem Seil, an das ihr gefesselt seid, direkt darauf zu. Uff. Ich ziehe jetzt nacheinander eure Charaktere auf die Spielfläche und ihr dürft euer Aussehen beschreiben. Zuallererst wird Tilion gezogen. Ah! Verdammt! Du darfst dein Äußeres beschreiben. Also, kurze Frage nochmal. Burgtor. Vor mir ist ein... Ist dieses Wesen, dieser Gnoll, dieser Knochengnoll. Ja? Ja. Und ich bin einem... Ich bin gefesselt? Du bist gefesselt. Ihr alle seid mit den Händen an ein Seil gefesselt, das mehrere dieser Gnoll-Skelette vor sich herziehen und euch damit mit sich schleifen. Okay. Und, das ist so, wie viel Abstand habe ich? Also ist der direkt vor mir oder könnte ich mit den anderen reden, die wahrscheinlich hinter mir sind? Sind wir in einer Reihe? Ihr seid in einer Reihe hintereinander. Ah, okay. Gut, also was ihr sehen könnt, ist ein stattlicher, 92 Zentimeter großer Halbling. Ja, hör mal auf, 92, niemand ist so groß. 92 Zentimeter groß, besonders auf die 2 Zentimeter liegt Tilion Honigtopf, besonders wert. Er ist in einfache Tunika gekleidet, braun, ein bisschen schwarz, ein einfacher Gürtel und trägt keine weiteren Waffen an sich. Er hat sehr, sehr zerzaustes, wuscheliges Haar, wirkt allgemein sehr konfus, einen ungepflegten Bart und macht einen unsicheren Eindruck, verängstigt offensichtlich und weiß nicht genau, was auf ihn zukommt. Er ist, trägt nichts weiter bei sich. Das war's eigentlich, ja. Das ist Tilion. Ganz vorneweg. Direkt dahinter befindet sich ein Gnomen. Hey. Und auch du darfst dich beschreiben. Oh mein Gott. Das ist 24!
Oh, sehr gut. Bist du in einem Zombie-Kiffen? Also, das ist Minxi. Minxi ist eine 80 cm große Gnomenfrau. Sie verhält sich aber so, als wäre sie 1,80 mindestens. Sie hat wuscheliges, lockiges, rotes Haar und ist ein bisschen lebensmüde. Kann man ihr das ansehen? Naja, sie hat crazy eyes. Okay, alles klar. Dann obviously sieht man ihr das an. Und ein 420-Beutel dabei. Also leg dich nicht mit Jan. Und Minxi, auch du spürst, wie diese Gnoll-Skelette ruckartig am Seil ziehen, sodass du einen Satz nach vorne machst. Werde denn? Ey, Vorsicht da hinten! Ey, nicht so fest! Arschloch. Direkt dahinter befindet sich diese Person. Dr. Jockel, du darfst dich beschreiben. Oh Gott. Oh Gott, der Doktor. Ja. Muss halt Dr. Jockel ist. Dr. Jockel ist ein Mann, dessen beste Jahre nicht mal mehr er noch im Kopf hat. Relativ groß, aber sehr hager. Gezeichnet von so ziemlich jeder Substanz, die das Reagenzglas hergeben könnte. Verbal wie auch visuell eine Herausforderung. Aber gesegnet mit einer Intelligenz und einer gewissen andersweltlichen Grazie, die er auch ausstrahlt. Wie das reagierst war's. Du auf Ruck, den nächsten Ruck, der euch nach vorne zieht? Entschuldigen Sie mal bitte. Die Gnoll-Skelette reagieren nicht darauf, sondern ziehen nur noch fester. Au! Halt die Klappe! Und jedes Mal, wenn ihr gezogen werdet, stößt ihr oder stößen eure Körper immer so ein bisschen miteinander zusammen. Wie so ein kleiner Domino-Effekt, weil ihr relativ nah aneinander gebunden seid. Verzeihung. Verstehe ich das richtig, dass meine Hände vor mir, vor meinem Körper zusammengebunden sind, ne? In so einem Knoll. Geht in einer Reihe. Eure Hände sind verbunden, übereinander gelegt und zugebunden und dann geht das Seil weiter zum nächsten Gefangenen bis nach hinten. Könnte ich mich bei versuchen, bei den ruckartigen Bewegungen die Handknöchel so ein bisschen nach außen zu drücken, um den Druck zu lockern, weil ich kann mir vorstellen, dass durch diese Knotenverbindung, dass ja alles unter einer Spannung steht, gelöst wird, wieder unter einer Spannung steht, kann ich das versuchen, so ein bisschen aufzumachen? Kannst du versuchen, aber lass uns erst die anderen Charaktere beschreiben. Okay, Entschuldigung. Kein Problem. Direkt hinter Dr. Jockel läuft noch eine weitere kleinere Gestalt. Tabi, du darfst dich beschreiben. Es ist einfach perfekt. Ist das ein Maulwurf? Nein, das ist Tabi. Beschreib dein Äußeres. Wie siehst du aus? Tabi, stolze 69 cm. Hart wie ein Backstein. Genauso schlau. Gekleidet in Lederrüstung. In leichter Lederrüstung. Die dir abgenommen wurde. Gerade tragt ihr alle nur einfache Kleidung. Ihr könnt euren Mantel oder so... Einfache wenn ihr irgendwo... Lederkleidung. Ich mag Leder. Tabi mag Leder. Okay. Die schützt zwar nicht gut, aber fühlt sich gut an. Also ein kleiner Rock-Gnome mit Lederrüstung oder mit Lederkleidung. Lederkleidung, richtig. Und hinter dir wird noch jemand gezogen, Tabi. Die letzte Person in eurer Reihe. Lili, du darfst dich beschreiben. Dein Äußeres. Also das ist Lili, Elfe, Waldelfe, beziehungsweise auch Beastmaster. Tatsächlich irgendwie die größte in der ganzen Gruppe, erschreckenderweise. Also bitte. Entschuldigung. Ganze 1,82. Okay, nicht ganz die größte, aber sonst eigentlich immer die kleinste. Hier anscheinend doch ein bisschen größer mit 1,62. Ja, dadurch, dass wir unsere ganze Rüstung natürlich abgenommen bekommen haben, habe ich tatsächlich auch nur noch das Kleid an und Schuhe. Das war's. Okay. Ja, ich bin so ein bisschen... Ich bin so ein bisschen skeptisch anderen gegenüber und vertraue auch nicht so schnell und... Du musst nicht so detailliert deinen Charakter beschreiben, sondern nur das Aussehen.
Okay, ja, dann, das war's auch schon. Okay. Oder wenn du so Eigenschaften beschreiben willst, dann guckt sie wahrscheinlich gerade etwas skeptisch, etwas misstrauend auf die anderen vor sich. Ziemlich angepisst auch. Und angepisst, während sie auch den Ruck des Seils spürt und gegen Tabby stößt. Hey, Vorsicht da vorne. Tabby wird von der Elfe zurück. Tabby mag das nicht. Ja, ich mag das auch nicht. Hey! Das ist ekelhaft. Tilion würde sich zu Wort melden ganz vorne und würde versuchen, den Knoll anzusprechen. Entschuldigen Sie. Entschuldigung. Oh Gott. Du hörst nur das Klackern der Knochen, aber er scheint sich nicht wegen deiner Worte umzudrehen. Aha. Entschuldigung. Und er wird weitergezogen. Entschuldigung zu dem. Der versteht dich doch eh. Höflichkeit zahlt sich immer aus. Kann ich ein bisschen ziehen, dass er nach hinten fällt? Ja, klar. Tilion? Gib mir einen Athletics-Check, aber vorher darf Tilion mir noch einen Sleight of Hand oder Athletic-Check machen, um versuchen, seine Arme ein bisschen unter dem Druck des Seils zu lösen. Ich versuche jetzt sozusagen mit dem Druck des Seils und diesen Worten, die ich wähle, den Zeitraum zu schaffen, um da ein bisschen freizukommen.